So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11, das ich wie immer noch nicht offen habe. Aber das habe ich am letzten Part schon erklärt. Das geht ganz schnell. Deswegen vergesse ich es manchmal vor der Aufnahme einfach zu öffnen. So, wir sind, weiß ich gar nicht. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ach ja, da sind wir. Genau, das haben wir das letzte Mal gespielt. Und jetzt geht's einfach weiter. Also, es folgt hier auch keiner Story oder sonst irgendwas. Es ist ja einfach eine Aneinanderreihung von Leveln. Dark Moon Riverside ist 99. geworden von Thumbly. Rein da. Das habe ich schon nicht gesehen, dass man da runterfällt. Aber ja, ist in Ordnung. Die Palette ist sehr weird. Die Palette ist sehr, sehr weird. Wie komme ich da ran? Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich da rankomme. Wahrscheinlich kann ich da durchschwimmen. Nehme erstmal hier 3 Millionen. Ja, oder auch nicht Shells mit. Ja, komm. Ja, da kann ich durchschwimmen. Es könnte jetzt schwierig. Oh mein Gott. Nein, ich will den. Brauche ich den P-Switch für irgendwas? Jetzt hab ich ihn verpeilt. Okay, wir lassen mal den P-Switch P-Switch sein. Vielleicht ist er nur Bonus. Das wäre sehr wünschenswert. Oh mein Gott. Nee, komm. Ja, Pilz. Ach komm. Geht's hier höher? Gut, Scrolling funktioniert. Wofür hätte ich jetzt den P-Switch gebraucht? Wahrscheinlich, wenn da einfach nur Münzen aufgetaucht war. Wahrscheinlich. Oh mein Gott! Ja, das jetzt hat auch jetzt nicht so gut. Okay, puh. Ja, wahrscheinlich, wenn da einfach nur Münzen aufgetaucht oder irgendwie sowas. Ach, warte, kann man jetzt? Nee, kann man auch nicht. Ich glaube, ich habe gerade einen Großteil des Levels übersprungen, weil man hier wahrscheinlich rausgekommen wäre. Ja, komm. Ist mir wurscht. Passt schon. Ich muss jetzt nicht mehr von dem Level sehen. Ich muss jetzt ehrlich gesagt nicht mehr von dem Level sehen. Ach, guck mal, da kommt noch eine Yoshi-Coin. Toll. Okay, wir haben nicht mal den Mond. Ach komm, ja, komm. So, Dann ziehen wir es halt durch. Dann ziehen wir es halt trotzdem durch. Ich will auch wissen, was der P-Switch macht. Ich will schon wissen, was der P-Switch macht. Ich würde halt sagen, der macht hier. Nee, der macht hier gar nichts. Wo hätte ich den hin mitnehmen sollen? Scheiße. Wohin hätte ich den mitnehmen sollen? Hä? Verwirrt. Ich glaube fast, das wäre hier irgendwie weiter hochgegangen. Aber weil es halt nicht scrollt, sieht man es halt nicht. Oh Gott. Wahrscheinlich kann ich einen Teil der Geheimnisse oder der Secrets hier gar nicht wirklich finden. Ach, nicht schon wieder. Na, super. Gar nicht wirklich finden. Nein, es reicht diesmal nicht. Schade. Weil. Tschüss. Weil vielleicht ein Teil des Secrets irgendwie nach oben versteckt ist oder sonst was. Und wenn es nicht scrollt, geht das halt nicht. Oh mein Gott. Jetzt fahren wir Boot. Okay. Das Boot ist ja ganz nett designt, muss ich sagen. Also man hätte tatsächlich einen sehr wesentlichen Teil des Levels nicht mitbekommen, wenn man das übersprungen hätte. Das Boot ist schon ganz nett designt. Ist jetzt zwar nicht so spannend, solange man die Blume hat.
Aber ist okay. Das war nicht so okay. Ich hätte gern die Blume wieder. Danke. Da ist meine Yoshi-Coin. Nummer 3. Da ist mein Tod. Ach, komm schon! Okay, weg ist er. Oh mein Gott, jetzt wird's aber hier voll. Jetzt kommt noch einer! Yo! Was denn hier jetzt? Ich muss den loswerden. Ich muss den ganz schnell loswerden. So. Alter! Da war gerade ein bisschen viel los auf einmal. Okay, da hoch, da hoch, darüber. So. Aber bis auf den Gegner-Spam gerade ist es eigentlich ein ganz netter Abschnitt. Bisschen lang. Ne, und ein bisschen viel Gegner-Spam. Aber in Ordnung. Ach, Mensch. Aber krass, wie viel man überspringen konnte. Ja, und jetzt haben wir halt 3 Yoshi-Coins. Von 5. Moment, aber hier kann ich jetzt... Hier ist jetzt bewusst, dass ich rein kann. Dass ich hier rein kann, das ist jetzt wiederum bewusst. Aber für was? Es wird jetzt kaum eine von den Röhren hier begehbar sein. Das geht ja, glaube ich, nur... Okay, da war ein Leben versteckt. Aber mehr ist hier ja nicht. Soll jetzt der Mond sein und alles andere? Okay. Ich hab's mir jetzt nochmal genauer angeschaut. Keine Ahnung. Das Witzige ist jetzt, obwohl ich nochmal rein bin, bleibt es bei genau dieser Gegenüberstellung. Ich weiß nicht, wo die letzten Yoshi-Coins sind und ich weiß nicht, wo der Mond ist. Ich fürchte aber, es liegt am Scrolling. Wir probieren jetzt mal, das Ganze zum Scrollen zu zwingen. Manchmal hilft es, wenn man rennt, dass es dann scrollt. Aber der muss doch sein Level getestet haben. Das kann doch nicht sein, dass es einfach nicht scrollt. Wir rennen jetzt mal eine Runde. Scrollst du jetzt nach oben? Das scrollt überhaupt nichts. Das ist schlecht, wenn nichts scrollt. Ja. Ich weiß nicht ganz, wie ich dich zum Scrollen bekommen soll, Kollege. Ich nehme an, dass da oben halt irgendwie Stuff ist. Aber keine Ahnung, wie und was und... Wait, kann man die Röhre hier rein? Nee, kann... Oh, Moment, Moment, Moment. Halt, stopp. Halt, stopp. Idee. Idee. Oh, nee, jetzt verfolgt wer mich, ne? Ah, jetzt habe ich den auch noch zusätzlich an der Backe. Ja, komm, ist egal. Ich spule ja eh zurück. Dann kann ich auch mit dem Typen zurückspulen. Ich glaube, ich weiß, wofür der P-Switch ist. Ich glaube, ich weiß, wofür der P-Switch ist. Yep. Okay, was haben wir jetzt hier? Okay, noch mehr so Scrolling-Abschnitt-Kram. Okay. Die fangen sollen. Oh, Blume. So Scrolling-Dinger, das macht er ganz gerne. So, so oha. Kommt auch noch ein Schlüssel. Okay. Jetzt kommt auch noch ein Yoshi. Jetzt kommt ein P-Switch. Was will ich mit dem ganzen Zeug? Hilfe. Ein Springboard. Ah.
Ja, toll. Alles, was ich gebraucht hätte, ist das Springboard und das habe ich nicht gefangen. So. Hilft mir jetzt aber nicht dabei, den Mond zu finden. Das ist die vierte Yoshi-Coin. Ja, aber das war's. Ich weiß halt nicht, was da oben noch so alles sein könnte, weil es nicht hochscrollt. So, das ist das Problem. Das ist das ganz große Problem in diesem Level. Dass da oben eigentlich Stuff ist. Ja, ich meine, mir hört es auch an den Münzen. Da oben ist irgendein Stuff. Aber ich sehe diesen Stuff nicht. Und ich komme auch nicht hin, um ihn zu sehen. Geht nicht. Keine Ahnung, was da oben ist. Ah. Ich komme auch leider mit der Wolke nicht höher. Ne? Also, die Wolke kann ich zwar kapern. Scheiße. Die Wolke kann ich mir zwar klauen, aber dadurch scrollt es halt auch nicht. Mann! Alter, das ist so ein nerviger Gegner. Danke. So. Es scrollt halt nicht. Also ich habe keine Ahnung, wohin ich könnte. Da oben ist safe irgendwo der Mond. Ich habe mein Bestes gegeben. Raus da. Okay. So, Shrine of Souls. 13. geworden. Fast in den Top 10 gelandet. Okay. Okay, jetzt wird mich nur ganz kurz eine Sache interessieren. Das Level, was wir gerade gespielt haben. Warte. Dark Moon Riverside. Da wird mich jetzt interessieren, ob das Scrolling-Problem auch bei den Dings war. Das muss ich jetzt einmal wieder nachlesen. Das möchte ich jetzt einmal wieder nachlesen. So, Dark Moon Riverside. Genau, Boat war das Kreativste, sehe ich auch so. Palette nicht gut. Ja, der Bonusraum hat ihn auch verwirrt. Aber kein Wort zum Scrolling. Von FP0 kein Wort zum Scrolling. Okay. Gehen wir mal zu dem nächsten Kandidaten. Dark Moon Riverside. Wir sind bei Ria. Kein großer Fan. Cut-off. Enemy Spam. Okay, er sagt jetzt was zur Musik, aber ist die Musik wirklich Teil davon? Ja, keine Ahnung. Scheinbar ja. Der Auto-Scroll-Section ist ihm zu voll mit Gegnern. Verstehe ich. Das Schiff ist schön, ja. Das Schiff ist schön, habe ich auch gesagt. Auch kein Wort zum Scrolling. Hä? Nochmal, Dark Moon Riverside. Jetzt sind wir bei Frozen Quills. Der gibt ihm 60 von 100 Punkten. Das ist Frozen Quills bewertet es mit am besten. Die anderen haben insgesamt, also von FP0 gab es 32, von Ria gab es 18 und von Frozen Quills gab es 60 Punkte. Fragwürdige Palette, aber es spielt sich gut. Interessantes Gameplay. Der Lakitu am Ende ist ihm zu viel. Der Bonusraum ist für ihn kreativ. Okay, what? Das Schiff, ja, das Schiff ist in Ordnung, das habe ich ja auch gesagt. Ja, man kann das Schiff skippen, das hat er zumindest rausgefunden, die anderen scheinbar auch nicht.
Hä, aber keiner sagt was zum Scrolling. Habt ihr alle den Mond gefunden? Und hä? Also keiner beschwert sich über Mond und Yoshi-Coins. Was? Bin ich der Depp? Keiner sagt was zum Scrolling. Dark Moon Riverside, neuer Versuch. Morsel, Palette nicht gut. Palette nicht gut. Lakitu nervt. Ja, man kann. Ah, er sagt, es ist sogar gedacht, dass man abkürzen kann mit der Wolke. Das, also für ihn kommt es so vor, als ob es gedacht ist. Ja, okay. Könnte sein. I was thankful when I found a star. Wo? A fun game for players would be to see how many sprites they can collect on the stern of the boat. I managed six. Ja, super, super tolles, witziges Spiel. Aber keiner sagt was zum Scrolling. Hat es vorher funktioniert oder was ist da los? Ich bin verwirrt. Egal. Shrine of Souls. Aber deswegen ist es nämlich echt interessant, auch mal die. Deswegen ist. Woher kenne ich die Musik? Oh, ich kenne das irgendwoher. Ich weiß aber nicht woher. Ich kenne es nicht. Also ich kenne es, aber ich weiß nicht woher. Oh mein Gott, ist das gut. Where's my soul? Oh Leute, ich kann oben stehen. Ah, das erklärt, warum die Flammen da von oben runterkommen. Und wie komme ich jetzt da? Ah! Jo, das Level ist wirklich cool gemacht bisher. Das war die Soul. Jetzt bringe ich die Soul zurück zu dem Viech. Und jetzt ist nämlich dadurch, dass da was runtergefahren ist, hat sich jetzt das Level verändert. Und hier ist. Ja. Oh mein Gott, das ist wirklich cool gemacht. Aber mit diesem Trick haben jetzt schon mehrere gearbeitet, dass man so etwas runterfahren lässt und dadurch verändert sich das Level. Und es geht sogar im Vanilla. Also den Trick haben jetzt mehrere schon verwendet. So, jetzt ist hier einer bewegbar? Einer von denen muss doch bewegbar. Der ist bewegbar. Ich sag doch, einer von denen musste bewegbar sein. So, ich habe ein bisschen Bammel, dass ich da irgendwo runterknalle. Aber alles gut. Oh, meine Nerven. Ich habe das nicht realisiert, aber das ist ja, es ergibt Sinn, dass das durchlässig ist. Aber das Level ist voll schön. Muss ich tatsächlich sagen. Ist wirklich schön gemacht. Und jetzt merkt man das gar nicht, aber jetzt muss wieder was runtergefahren sein unter mir. Weil jetzt muss ja der Typ wieder sagen, hey, yo, danke. Alles chillig. Oha, der hat sogar einen Midway Point ausgelöst. Das in Vanilla zu machen, ist schon crazy. Ja, mit diesen Layern zu arbeiten, so, das ist, glaube ich, schon ganz cool. Das ist ein Loch. Oh. Das war. Ja. Nein, ich bin ins Loch gefallen. Okay. Er ist in Ordnung. Wir haben ja den Midway Point. Jo, also das Level ist echt schön. Ach, wait, wie komme ich denn an die Yoshi Coin daran? Ah! Ich gette. Gut, dass wir gestorben sind. Das hatte ich gar nicht realisiert. Die hätte ich verpasst. Die hätte ich jetzt komplett verpasst. Gut, dass ich. Ja. Okay, wir machen mal hier erstmal ein bisschen. Okay, wir räumen nicht auf.
So ist es besser. Schade. Okay, durch da. Nein, da war eine. Komme ich da jetzt nochmal ran? Da komme ich aber auch jetzt noch nicht ran. Da komme ich wahrscheinlich... Da komme ich erst ran, wenn ich die Soul wahrscheinlich gefunden habe oder so. Ah, ich muss... Okay. Ich muss den Typen erledigen. Gut. Whee. Okay, hier komme ich noch nicht hoch. Ey, aber auch das Level-Design ist sehr kreativ. Also das muss man hier schon sagen. Das ist wirklich kreativ. Ja, und jetzt fährt nämlich alles so wieder runter. Jo. Aua. Jetzt fährt es rauf und runter. Und jetzt kann ich auch die Yoshi... Genau. Jetzt kann ich mir auch die Yoshi-Coin holen. Nice! Okay, wir gehen erstmal hier rüber. Aha. Gefunden. Ja, also, das würde ich auch sagen. Auch wenn ich mich natürlich nicht nur an Platzierungen orientieren möchte. Aber das Level ist auch so. Das ist bisher, glaube ich, das Beste, was wir aktuell in dem Hack gespielt haben. Und wir haben... Moment. Hier fehlt eine Yoshi-Coin. Wo habe ich dich verpasst? Wo habe ich dich verpasst? Ah, da muss ich nochmal durch. Vielleicht am Anfang. Bestimmt am Anfang, weil ich da noch nicht... Ja, safe am Anfang, weil ich da noch nicht so genau alles durchkontrolliert habe. Ziemlich... Ja, es muss am Anfang sein. Weil hier kann es nicht... Wobei, warte. Kommt man da hoch? Ich glaube, da kommt man nicht hoch, oder? Aber doch, da müsste man doch hochkommen. Es sind doch 6 Teils. Müsste ich da dann nicht hochkommen? Das sind es 7. Nee, hä? Wow. Nee, da ist nichts. Okay. Dann haben wir die 5. verpasst. Müssen wir nochmal suchen. Hier gleich am Anfang. Weil ich könnte mir denken, jetzt wo wir wissen, dass das ja sich verändern kann, das Level, dass hier eine Yoshi-Coin vielleicht irgendwo runterfährt. Und wir die vorher noch nicht wahrgenommen haben. Das könnte ich mir vorstellen. Auch die Musik passt richtig gut. Also da hat sich jemand richtig viel Gedanken gemacht. So, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass irgendwo noch eine Yoshi-Coin mit runtergefahren ist. Nee. Nee. Haben wir hier vielleicht eine verpasst? Die da hinten habe ich gesammelt. Moment, hä? Ich habe jetzt schon eine? Leute, bin ich langsam dumm? Wann habe ich denn jetzt... Aber, hä? Vorhin war doch das hier meine... Lol, die ist wieder da. Wieso ist die jetzt wieder da? Ich da, hä, die waren doch gespeichert. Hä? Was ist da los? Nee, weil jetzt ist das meine zweite. Und dann ist die, die ich vorhin als zweite gesammelt habe, natürlich jetzt meine dritte. Und jetzt passt alles.
Ja, jetzt ist das meine dritte. Aber wo kommt jetzt die... Wo kam denn jetzt die erste? Bin... Hä? Wo kam denn jetzt die erste her? Hoppala. Ich bin ein bisschen verwirrt. Vor allem, er hat ja scheinbar die Yoshi-Coins nicht gespeichert diesmal. Ich dachte, da speichert die, wenn ich die sammle. Ich dachte, da speichert die, wenn ich die sammle. Scheinbar irgendwie ja nicht. Hm. Na gut. Okay, wir warten. Ist ja in Ordnung, wir warten. Jetzt ist es die 4. Jetzt ist das die 5. Aber wann habe ich denn die erste? Ich hab's nicht mitbekommen. Egal. Ja, also hier, keine Ahnung. Können noch mal rein. Also ich habe fast das Gefühl, als hätte es bei den Judges gescrollt, weil die haben sich keiner, also wenn sich keiner von den Vieren über fehlendes Scrolling beschwert. Und es ist ja aber am Level-Design offensichtlich, dass es scrollen muss. Dann geht's jetzt nur nicht mehr das Scrollen wahrscheinlich. Und vorher muss es gegangen sein. Ich meine, hier, das ist hier offensichtlich, dass man hier hoch kann. Dass das hier irgendwelche Dinge sind. Ne? Das ist es offensichtlich. Dann hat es wahrscheinlich bei denen gescrollt und jetzt scrollt es aus irgendeinem Grund nicht mehr. Anders kann ich mir das nämlich nicht erklären. Okay. Crevice Climb. Steven, 45. geworden. Oh, die Musik ist sehr dominant. Sehr, sehr dominant. Aber ich denke auch, wir werden nach diesem Part hier, glaube ich, habe ich genug voraufgenommen, dass ich dann mal mit Stevie, eine Aufnahmesession machen kann, dann kann er mal alle Fragen beantworten. Nein, er wird ja auch, also bei den Leveln wird er sich jetzt ja auch nicht wahrscheinlich auskennen. Er hat es ja nur zusammengesetzt. Was heißt nur? Nicht falsch verstehen. Er hat es ja zusammengesetzt und nicht die Level gebaut. Außer den Switch Palace. Okay, das ist eine schlechte Idee, was ich hier tue. So rum. Oh, Junge, 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 Junge. Passiert ganz schön viel auf einmal. Jo. Wie stark willst du übertreiben? Ja. Nee. Okay, so, jetzt weg mit dir erstmal. Okay. Oi, oi, oi. Das war ein schwieriger Abschnitt. Ah. Das ist eine Reset. Das ist eine Reset-Tür. Das ist gar keine Tür. Weder Reset noch irgendwas anderes. Okay. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier schnell sein will. Ah ja. Will ich auch. Ah, jetzt verstehe ich das Konzept. Ja, okay, ich verstehe. Deswegen das Wii. Da käme ich dann wahrscheinlich raus. Ach lol, das wäre... Das hätte man... Nee, das hätte man... Oh mein Gott, man kann sich hier softlocken. Weil ich komme jetzt nicht mehr raus. Wenn ich den P-Switch nicht hätte, käme ich hier nicht mehr raus. Ich meine, gedacht ist es natürlich, dass man mit dem P-Switch hier überhaupt reingeht. So, ist klar. Aber, okay, das ist natürlich witzig. Wenn man sich einfach durchdrückt.
dass man dann sich softlockt. Aber gut, wenn man einen... Ich glaube, das kann man jetzt nicht dem Level als Nachteil generieren, dass man sich softlocken kann, wenn man einen Glitch benutzt. So, das wäre ein bisschen komisch. Okay, ich muss... Nein, das funktioniert nicht. Okay. Ich wollte schon wieder sagen, ich muss Dinge ausprobieren. Jetzt komme ich da dahinter. Geh erstmal darüber. Oh mein Gott, es gibt Yoshi-Coins. Wir haben... Das ist niemals die erste. Oh, das ist auch die zweite. Wann habe ich denn... Hä, wann habe ich denn eine gesammelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Aber okay, ich muss ein bisschen auf Yoshi-Coins achten. Aber wir haben safe schon welche verpasst. Ah, scheiße, wir haben safe schon welche verpasst. Ach nee, war die erste nicht die mit dem P-Switch gerade eben, die ich erst jetzt hatte? Was habe ich jetzt wieder verpasst? Die Dinger springen hier rum. Ja! Hier ist nix. Ich meine, ich kann ihn mal drücken, aber da passiert auch nichts. Das schauen wir uns nochmal neu an. Hä? Also das Ding verschwindet ja, das kann ich nicht behalten. Ja, das haut einfach ab. So. Dieses Ding hier, haut das auch ab oder kann ich das behalten? Nee, das haut auch ab. Und ich komme hier nicht mehr zurück. Wie soll man eigentlich an den P-Switch ran? Wait, wie soll man an den P-Switch eigentlich rankommen, wenn man nicht... What? What? Okay, so. Mit gedrückter Sprungtaste. Das ist natürlich auch wild. Ach, jetzt ist da... Okay, das ist natürlich kritisch. Wenn das Level so designt ist, dass es schief gehen kann, dass man diese Sachen nicht bekommt. Ach so, das geht in die Richtung jetzt, ja, okay. Ach so. Na, weil der war ja, der ist ja irgendwie einfach abhanden gekommen, der Kollege da. Niemand weiß, wo er hin ist und woher er kam. Und jetzt ist er nämlich auch wieder weg. Okay, ich hoffe, ich komme jetzt da hoch. Okay. Ja, das ist ein bisschen... Okay, das löst nur einen Pilz aus. Oh je. Yes! Yes! Das war, was ich wollte. Liebe diesen Glitch. Für die, die es nicht verstehen, ich erkläre es zum 3 Millionensten Mal, aber es macht nichts. Wenn man mit einem Seil gegen eine Wand gedrückt wird, sodass man praktisch vom Seil runterrutscht, während man im Klettermodus ist, denkt das Spiel, dass man immer noch im Klettermodus ist. Und jetzt ist die ganze Welt ein Netz. Es ist großartig. Okay, es ist nicht ganz so großartig, dass er jetzt nicht mehr rauskommt. So, da ist eine Shell. Für was ist denn da jetzt eine Shell? Ach so, um die Viecher da loszuwerden wahrscheinlich. Das würde zumindest Sinn ergeben.
Problem ist jetzt, ja. Ich darf nicht an dem Netz klettern, weil wenn ich an dem Netz kletter, verliere ich meinen Klettereffekt. Oh, und ich muss groß sein für die Yoshi-Coin. Scheiße. Ach nee, ich kann durch das Netz durchklettern. Ah, ist ja auch interessant. Aber wenn ich jetzt nämlich am Netz anfange zu klettern, ich glaube, dann ist der Effekt weg. Doch, nee, er bleibt sogar. Ist es dann nur bei einem Rope wieder? Wahrscheinlich ist es nur bei einem Rope wieder. Ja, aber ich komme jetzt nicht an die Yoshi-Coin ran. Ja, ist jetzt halt so. LOL, das war die vierte. Okay, wir haben die fünfte eh verpasst. Dann müssen wir nochmal reingucken. Ja, Level hat seine Schwächen. Vor allem, wenn es darum geht, dass irgendwas nicht funktioniert. Man kann sich da ziemlich gut softlocken. So, aber wo habe ich denn jetzt die erste Yoshi-Coin verpasst? Oder ich nehme an, dass es die erste ist. Weil die eigentlich erste war doch die mit dem P-Switch. Und die war ja relativ spät. Und war nicht hier am Anfang noch eine Abzweigung nach links, die wir nicht gegangen sind? Ging es nicht hier auch noch nach links? Ja! Oh. Und da fahren wir auch direkt in die Yoshi-Coin rein. Na gut. Okay. Ach ja, der Anfang war ja auch dieser Spaß hier. Ich meine, wenn man es weiß, ist man ein bisschen besser vorbereitet. Und kommt da sehr easy durch. Aber puh. Doch, jetzt fahren wir so. Hui! Hui! So, den muss ich trotzdem mitnehmen. Sonst komme ich da... Selbst wenn ich mich da reindrücke, komme ich ja nicht mehr raus. Ach, ich hätte ihn aber gar nicht gebraucht diesmal. Ja, okay. Aber schon lustig, das, was ich da durchdrücken kann. Ach, Glitches kennen ist schon eine coole Sache. Glitches kann man so viele Sachen so lustig machen. Es ist schon witzig. So, den P-Switch brauche ich diesmal gar nicht, ne? Der war nur für den Pilz da oben. Jetzt ist das Ding auch wieder da. Vorne habe ich es halt. Ich habe es halt irgendwie vorhin geschafft, dass es nicht mehr da ist. Das war halt schlecht. Normalerweise ist es da. Kann sein, dass es den Judges auch nie passiert ist, dass das Ding nicht da war. Und mir passiert es halt wieder. So. Na. Das ist leider gut möglich. So, wir wissen jetzt, wir müssen unseren Pilz behalten. Ich liebe diesen Itch. Ich liebe ihn so sehr. Es ist so gut. Warum stresse ich mich mit dem Ding rum, wenn ich es auch einfach nach unten schicken kann? Ich bin so doof. Okay. Zack. Ab dafür. Wir haben alles. Sehr schön. Okay. Waren jetzt nicht so viele Level in diesem Video, aber dafür sehr interessante. Sowohl in negativer als auch in positiver Hinsicht. War so gefühlt alles dabei. Ja. Jetzt wird mich interessieren, doch, da gehen wir jetzt kurz drauf ein. Jetzt wird mich interessieren, ob die irgendwas von Softlocks geschrieben haben bei Crevice Climb. Bei manchen Leveln will ich dann doch einfach mal kurz nachgucken. Und wenn es euch nicht interessiert, dann könnt ihr ja auch jetzt abschalten. Also, Lee, schreibt irgendjemand was von Möglichkeit zu Softlock? Ja, okay. FP-Zero hatte auch Probleme, diesen P-Switch zu bekommen, wo ich gerade gemeint habe, wie kommt man denn an den ran? Und das ist ja das einzige Power-Up, mit dem man dann an die Yoshi-Coin rankommt nachher. Das findet er nicht so toll. Aber insgesamt findet er es toll. 71 von 100 hat er gegeben. Der Intro, der Forest-Intro war komisch für ihn. Ja, okay, das war ja einfach nur, naja.
Aber ansonsten hat sie mir alles sehr gut gefallen. Okay. Dann, was sagt Ria dazu? Krivais Climb. 67 von 100, auch insgesamt ordentlich. Fairly solid. Fühlt sich zu leer an. Ach so, die erste Section. Okay, das Intro fühlt sich zu leer an. Ich wollte schon sagen, will er noch mehr Hammerbrüder haben, die da rumfliegen? Ja. Okay. Ja, auch sonst keine spezielle Kritik jetzt, die irgendwie für uns spannend ist. Frozen Quills gibt 68 von 100. Also bisher alle so im 60 bis 70er Bereich. Ja, der Hammerbruder und der Chuck ist ihm zu viel. Also das verstehe ich. Er hat es geschafft, dass eine Dragon Coin despawned ist. Okay. Der Abschnitt, wo man hinter das Netz geht, war unnötig. Warum? Sehe ich jetzt nicht so, aber ist in Ordnung. Morsel. Morsel gibt, der schreibt nie die Gesamtpunktzahl hin. Die muss man mal ausrechnen. 40, 13, 7, 60 gibt er. Okay. Ja. Also er ist jetzt auch nicht so. Hard to get the P-Switch, naja. Okay, er kritisiert, dass man einen Pilz bekommt, wenn man diesen P-Switch behält. Aber das hat ja schon FP-Zero am Anfang festgestellt. Dieser Pilz sorgte dafür, dass man am Ende die letzte Yoshi-Coin bekommt. Insofern ist das natürlich eine Kettenreaktion. Aber okay, also interessant, es ist wirklich interessant, diese Dinger zu lesen. Und wie gesagt, wenn ich die jetzt nicht vorlese alle, ihr könnt die ja selber problemlos anklicken. Sie sind in der Beschreibung, ne? Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.